Hier haben wir sogar beides. Hier haben wir sogar Lebensmittel und Baumaterial. Oh, und du nimmst alles mit. Neue Linie. Weg. Kein Weg für große Schiffe. Ach ja, weil. Ja. Alles klar. Sind wieder nur kleine Anlegestellen. Also brauchen wir ein kleines Schiff. Klein. Kleines Cargo-Schiff. Zwei Abteile. Und wieder Autosave. Linie 1. Das funktioniert. So, Linie 1 wäre jetzt Waren von Elsfleth nach Sylt. Wieder da. Welcome back. So, eine kleine Cargo-Station, LKW-Station. Brauchen wir aber nur ABC. Nehmen wir mal die neueste. Plattform brauchen wir eigentlich ganz kurz und eigentlich auch nur eine. Warte mal. Sieht das mit der Straße nicht so hübsch aus, ne? Warum machen die hier so einen Buggel? Warum sieht denn die hier so... Fünfzig, 55. Naja, gut. Ach, und einmal quer durch die Stadt. Das ist natürlich auch doof. Ja, gut. Aber wir brauchen nur abladen. Und wenn wir jetzt sagen, wir laden einmal hier ab, da haben wir so ziemlich alles mit dabei. Warte mal, hier ist vielleicht besser. Hier geht nicht wegen der Bushaltestelle, okay. Obwohl, wir haben alles dabei. Und einmal hier irgendwo für das Baumaterial. Da müsste das ja funktionieren, oder? Brauchen wir auch nicht ganz so viel. Ein oder zwei LKWs dürften eigentlich locker wegreichen. Ah, zwei. Einmal nach hier, nach dort und nach dort. Sylt, Waren.
Warum habe ich nie auf ganz schnell? Verdammt. Warum steht da jetzt Passagiere, obwohl da eben in der Beschreibung stand, dass der alles mitnimmt? An Waren. Fahrzeug. Schaffhausen. Und bei Schaffhausen steht, der nimmt alles mit. Alle Gütertypen. Ja, irgendwas muss er am Anfang erstmal anzeigen. Wichtig ist natürlich, dass wir auch genügend und schnell genug nach Hafen, okay, Nachschub bekommen. Ne? Aber das dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Weil die Industrie, die arbeitet eigentlich ganz gut hier hinten. Das geht alles nach Hannover. Und von Hannover aus... Wie kommen wir denn hier rüber? Wie wird das Baumaterial hier an den Hafen gebracht? Oh Gott. Das habe ich nie wieder gebaut, verdammt. Du kommst hier und fährst dann da hoch. Okay, das ist klar. Baumaterial nach Hannover. Okay, alles klar. Von Hannover aus geht es nach Kernstadt und nach St. Schnitzel. Okay. Nach Kernstadt und nach St. Schnitzel. Aber wie kommt das Baumaterial jetzt hier runter? An den Hafen? Wie funktioniert das? Verdammt. Hier wird der Bums sogar schon weggeschmissen. Nach Kernstadt und nach St. Schnitzel wird es weiter transportiert. Ja, gut. Habe ich verstanden. Alles gut. Aber sonst haben wir doch noch gar keine Industrie hier drauf. Wie kommt das Baumaterial jetzt da runter? Ich verstehe das gerade gar nicht. Ach, per LKW oder was? Hannover Industrie. Der fährt auch nur hier durch. Lebensmittel ist klar, Baumaterial. Nach St. Schnitzel, nach Hannover und nach Kernstadt. Das muss ja dann irgendwie von Hannover aus auch runterkommen, hier nach Elsfleth. An den Hafen ran. Aber über welchen Weg?
Hier über die LKWs. Lebensmittel. Hannover Linie. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Die schmeißen das von hier, holen sie es ab, verteilen es in Hannover und schmeißen es hier im Drosselweg ab. Und vom Drosselweg ab geht es hier runter nach Obergöttingen. Von Obergöttingen geht es vom Bahnhof aus rüber an den Hafen. Alter Falter. Ja, da hat sich aber das Spiel wieder was ausgedacht. Bis du da mal hintersteigst, ne? Nee. Aber schön. Es läuft zumindest. Nach Sylt funktioniert auch schon mal. Ja, kreativ, ne? Das sind Linienverbindungen, die würden mir nie einfallen. Aber das Spiel denkt sich so, hey, guck mal, es funktioniert. Machen wir. Geil. Schon cool. So, warte mal. Kontostand? Nee, nicht Kontostand, sondern Konto. Machen wir denn irgendwo wenigstens ein bisschen was am Plus? Nee, gar nichts. Nirgends. Gewinn der letzten 12 Monate minus 70 Millionen. Bauen? Ach, jetzt könnte ich sogar. Haben wir schon mal ein Hauptgebäude gebaut? Nee, ne? Ach, guck mal. Wann kam das Spiel raus? 2019? Jetzt finde ich immer noch Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Oder? Kenne ich schon ein Hauptquartier? Habe ich schon mal ein Hauptquartier gebaut? Nee, ne? 2019, siehst du? Hauptquartier habe ich auch noch nicht gebaut, ne? Zack. Jetzt haben wir eins. Bumm. Was kann man da jetzt machen? Nichts. Nichts ist nicht viel. Glückwunsch, ja, danke. Ich bin stolz auf mich. Nach 2 Jahren finde ich raus, dass man ein Hauptquartier bauen kann. Oh Gott. Hab noch nicht genug gesuchtet. Noch nicht genug Spielstunden auf dem Spiel. So, hier könnten wir noch Lebensmittel und auch nochmal runterbringen. Bei Siedler, ja, das stimmt. Wenn da der Gegner das Hauptquartier hat, Headquarter, dann ist vorbei. Bin ich natürlich wirklich am Überlegen. Macht das Sinn, wenn wir sagen. Weil du kein Mod bist. Guten Abend. Hi, Luca. Der geistige Vorgänger von Train Fever. Wieso Train Fever? Geistige Vorgänger? Hä? Erklär mir das. Gab es vor Train Fever auch schon mal ein Spiel, also ein Vorläufer oder was?
Was war denn das? Würde gerne noch mal die ganz alten. Kennst du noch aus den 90ern? Anfang 2000er, Ende 90er, Anfang 2000er, SimCity, das erste noch. Sowas dann mal wieder. Weiß ich nicht, aber nicht, ob die heute noch laufen, die Spiele. Das habe ich damals auch gesuchtet. Ohne Ende. Okay. Bin ich am Überlegen, wenn wir sagen, OpenTDD, okay. Hier kommt aber immer noch nichts an, das ist ein bisschen schade. Aber ein paar Leute wollen schon mal nach Peak rüber. Jetzt sagen nach Apia setzen wir noch einen Flughafen. Dann können wir das erstens mal. Das Original ist von 94. Okay. Setzen wir einen Flughafen. Dann könnten wir da einmal anbinden die Lebensmittel. Hoppala. Danke für deinen Host, Luca. Und wir könnten ein paar Passagiere nach Amsterdam und ich weiß nicht wohin schicken. Wäre natürlich auch noch eine Idee, ne? Aber eigentlich wollte ich auch erstmal gucken. Oh Gott, so viel zu tun. Dass wir hier die fliegenden Leute wegkriegen. Irgendwie anders hinsetzen, weil das sieht ja schon doof aus. Ja, jetzt geht's wieder los. Wo hatten wir die Person mit zwischen? Oh. Da verschiedenes, ne? Ja. Humans. Und wenn die da in der Gegend rumflattern, das ist auch doof. Da steht sie jetzt. Sieht fast gut aus, ne? Ja, Carla. Aber noch ein paar andere Leute? Nee, ne? Das waren, glaube ich, die einzigen, die wir hatten. Deswegen hatten wir die auch überall verteilt hier. Ja, schon mal viel besser als eben noch, oder? Sie fliegen zumindest nicht mehr. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr, sehr gut. Schön.